Hallo, ich bin die Hani, herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier, genau wenn ich dieses T-Shirt anhabe, das habe ich ja gesagt, das wird mein Adventskalender-Unboxing-T-Shirt werden, ne? Nächstes Jahr dann auf jeden Fall wieder mit dabei. Ja, ich habe ja einen Adventskalender für euch. Allerdings nur einen kleinen, der Adventskalender für danach. Genau, ich hatte ja von schon ein paar, ein Monat her, von Mario No, nee, das wird auch anders ausgesprochen, Hani. Ja, manche Zuschauer haben sich immer so ein bisschen pieselig mit so, wie man Sachen so ausspricht. Das wird, ist ja Französisch und das wird Mario No ausgesprochen. Oh, Leute, ganz ehrlich, mir ist es egal, wie man was ausspricht. Ich spreche es so aus, wie ich es denke. Es mag richtig sein, dass es Mario Ne ausgesprochen wird. Ich bin ja aber in Deutschland und nicht in Frankreich. Und deswegen spreche ich manche Sachen so aus, wie ich es schreibe, weil für den einen oder anderen Zuschauer ist es ja auch nachvollziehbar, wenn ihr jetzt googeln wollt nach Mario Ne, ihr würdet niemals, ihr gebt das Wort so ein, wie ihr es ausspricht, das finden, was ihr sucht. Na, da würdet ihr denken, hä, was ist denn das? Wo komme ich denn da hin? Wenn ich Mario Naut sage, so wie es geschrieben wird, so spreche ich es aus, und ihr gebt es bei Google ein, findet ihr euch schneller zurecht, ne? Natürlich, Mario Naut im Französischen. Oh, mei. So, genau, ich hatte ja schon den Großen ausgepackt. Der war auch mega gut. Also, der ist echt toll, ne? Und den Kleinen habe ich mir danach bestellt. Allerdings war der 2 Wochen bei GLS im Paketzentrum, weil ich habe es an einen Shop umleiten lassen. Ne? Genau. Und was halt GLS-Pakete empfängt. Und die hatten 2 Wochen Urlaub. So, und irgendwie war das da auch so ein Hin und Her. Das war schon mal wohl im Shop und dann ging das irgendwie wieder zurück und dann war das im Paketlager. Ach, hört auf, ewig gebraucht ich das Paket hatte, aber jetzt habe ich es endlich, ne? Und ja, den wollte ich euch schon eher zeigen, aber wie gesagt, leider ging es nicht. Ja, knapp 20 Euro kostet das Schätzchen, ne? Den macht man vom 25. bis zum 31. auf, also vom ersten Weihnachtsfeiertag bis Silvester, finde ich gut. So ein Adventskalender für danach finde ich immer toll. Ne? Da hat man immer noch mal ein bisschen eine kleine Freude. Und da hat man, ja, man hat hier überwiegend Make-up drin, wie in dem Großen auch. Ein bisschen noch mal ein paar gleich kleine Pflegeprodukte, ja, je nachdem. Ne? Und ja, ich habe schon geguckt, es wiederholt sich so ein bisschen manche Produkte zu dem Großen, aber wir gucken uns das noch mal genauer an. Ja, ich habe den allerdings günstiger bekommen für 13,99 Euro. Und da dachte ich so, komm, da kannst du nicht viel verkehrt machen, ne? Ja, ich kann euch ja nochmal das Video zu dem... Ach, das wird Videovorschlag werden. Genau, zum Schluss blende ich euch Videovorschlag ein zu dem großen Adventskalender. Ich denke, es gibt beide noch. Ich packe euch links unten in die Infobox, ne? Und manchmal kann man ein bisschen was sparen, so mit Coupons oder so. Oder was auch immer da gerade in dem Shop für Coupons online sind zum Sparen. Oder es wird dann schon automatisch, wird es dann schon angezeigt, was es denn kostet. So, ja, und wenn ich das interessiert, nur andere Geschichten, die ich hier so mache. Ich möchte, vielleicht heute schaffe ich es noch. Bei mir gibt es bald einen Adventskalender zu gewinnen. Einen selbstbefüllten als Dankeschön für meine Abonnenten. Ne? Dazu müsstest du allerdings meinen Kanal abonnieren. Ein kleiner Haken ist immer an der ganzen Sache. Ne? Und ihr müsst öffentlich eigentlich zu sehen sein, um beim Gewinnspiel mitzumachen, weil so kann ich es besser nachvollziehen, dass ihr mich abonniert habt. Ne? Und ja, kann ich immer auf dem Computer dann halt richtig nachgucken. Ne, genau, und wenn du ein Teil meiner kleinen, aber feinen Community sein möchtest. Weil ich wollte bis Ende des Jahres auf 2500 kommen, aber ich denke, wird wohl nicht werden. Den anmachst du ja. Nicht vergiss, dann informiert dich nämlich YouTube über ein Video von mir. Kann immer funktionieren, muss aber nicht immer funktionieren. Darauf kann man sich wohl nicht immer drauf verlassen. Ich bin auch bei Instagram extra für YouTube
habe ich ein Instagram-Profil erstellt. Bin ich nur leider privat unterwegs, kein öffentliches Profil, müsste Anfrage stellen. Und da lasse ich sofort meine Abonnenten und Zuschauer wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Da bin ich schneller wie YouTube mit den Benachrichtigungen. So, Link zu meinem Instagram-Account findet ihr aber auch unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir fangen dann mit Türchen Nummer 25 an. Ist aus Pappe, sieht genauso aus wie der erste, ne? Nur kleiner. Und ja, Türchen nimmere 25. Hier unten, ne? Da haben wir wieder ein Blush. Das Inlay ist aus Plastik, ne? Ja, da haben wir ein Blush. Das ist ein Blush, wollte ich sagen. Der sieht so, ein Creme-Blush, genau. Haben wir, wie viel Gramm sind denn hier drin? Das steht, glaube ich, hier immer nicht so oben auf den. Ne? Ja, übrigens, das war eine, ach so, das T-Shirt hier habe ich aus dem Sensei Hole, was ich gestern abgedreht habe. Ne? Das wird dann zum Schluss der aktuellste Upload sein. Ich habe wohl abgedreht und das gleich als mein Adventskalender-Unboxing-T-Shirt auserkoren, denn für nächstes Jahr. Genau. Da in dem großen Adventskalender ein Puderblush drin war, der viel schöner aussieht. Mit Sternenpressing habe ich mir so gedacht, denke ich mir so, wird der hier weiter wandern, ne? Genau. Ich kann nicht so viel Blush aufheben, das ist bestimmt auch schön. Aber ja, ne, es ist aber auch ein schönes Tönchen, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, der andere gefällt mir besser, aber dann wird der mal weiter wandern, ne? Ist ja jetzt kein Problem. Ja, für euch mal in Verlosung, denke ich mal, ne? Ja, ich stelle mal die Produkte. Kann ja hier so neben den Wichtel hinstellen, oder? Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Das Türchen ist schon eingedrückt. Naja, hat ja auch einen Transportweg hin. Oh mein Gott, sieht der toll aus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Manche Sachen gehen schwer raus. Oh mein Gott, ist der toll. Haben wir ein Lipgloss und guckt mal. Schon die Verpackung sieht schon schön aus, ne? Und so dieser Glitzer, Sparkling. Oh, schön. Aber ich wollte doch keinen mehr aufheben. Ist auch eine große Größe, so wie es aussieht, ne? Aber ich wollte doch nicht noch. Oh, guck mal. Oh, so sieht er aus. Oh. Oh nein, ich habe ja schon die anderen Lippenprodukte von dem Kalender da aufgehoben, ne? Und wartet mal. Oh, der riecht echt vanillig. Also, der rührt. Oh, schön, der sieht echt schön Ja, aus, den ne? mal Haben, ne? Aber der sieht so schön aus. Guckt mal, ist echt toll, ne? Ja, wie gesagt, Adventskalender habe ich ja für euch schon befüllt. Aber ich will ja dann im Dezember sowas wie eine Christmas Beauty Box backen. Vielleicht packe ich den da mit rein, ne? Und dann könnt ihr den nämlich gewinnen, ne? Es gibt jeden Monat bei mir was zu gewinnen. Aber wie gesagt, diesen Monat halt der Adventskalender und ansonsten gibt es immer jeden Monat von mir eine selbstbefüllte Beautybox zu gewinnen. Und wie ich gerade erwähnt habe, schon mal will ich im Dezember eine Christmasbox. Ne? Ich tue nämlich immer das Gewinnspiel immer mit dem Glossy Box Unboxing, ne? Zusammen machen. Außer wie gesagt, den November ist das meine Ausnahme. 20. Weihnachten ist vorbei. Ne? Haben wir hier. Wir sind jetzt in der Silvesterwoche, ne? Und ja, meine Güte, gehen die Sachen schwer raus. Oh. Da sagt uns der Kalender, da sollen wir denn duschen gehen, ne? Genau. Cherry Blossom ist hier Geruch. Hatten wir auch ein Duschgel in dem anderen Adventskalender? Allerdings muss ich sagen, sieht das hier schöner aus, ne? Also irgendwie, naja, ich schnupper mal dran. Kann man ja gar nicht Ist schnuppern. bis oben hin, guckt mal, das ist ja echt bis oben hin befüllt. Das ist ja Wahnsinn, kann ich euch sagen. Aber wieder ganz schwach der Geruch, so wie bei dem anderen auch, ne? Naja, das riecht ganz schwach. Also, ich kriege gerade gar nichts hier raus. Naja, gut. Wie gesagt, ich mache das mal wieder irgendwie so zu hier. Nicht wundern, das werde ich bestimmt mal mit in die Christmas Beauty Box packen, ne? Da packe ich das mit rein. Dann könnt ihr das mal gewinnen, ne? Zusammen mit dem Lipgloss hier und so. Naja,
Ja, gut. Also die Gerüche von den Duschbädern könnten ruhig ein bisschen intensiver sein. 25 großes Türchen. Ach, da haben wir so einen wunderschönen Kapucki. Fast wie so eine Art Kapucki-Pinsel, ne? Oh, nee, also kannst du so als Blush nehmen, ne? Obwohl, der fühlt sich gut an. Fühlt sich echt gut an. Ist auch schön zum Verreisen, weil ich, oder so ein Schminktäschchen für die Arbeit, obwohl ich den doch, oh, ich glaube, den teste ich, den behalte ich, den teste ich mal aus. Ich möchte nämlich ein Schminktäschchen für die Arbeit machen, weil manchmal muss ich früh ganz, ganz zeitig aufstehen, weil ich manchmal auch Monteure habe zum Frühstück, ne? Die wollen dann immer ganz zeitig frühstücken und wenn ich hier früh aufstehe, möchte ich nicht ewig lange hier mich hier noch schminken. Dann mache ich das nämlich immer so. Dann mache ich bloß schnell Frühstück, mache mich fertig, frisch und dann fahre ich auf Arbeit. Ne, dann mache ich hier wirklich nur das Nötigste früh, um mich fertig zu machen. Dafür schlafe ich dann lieber ein bisschen länger und dann fahre ich auf Arbeit, mache erstmal das Frühstück fertig für die und dann gehe ich meistens da ins Bad. Ne, in der Zeit, wo die dann frühstücken kommen, ich die empfange, gehe ich dann ins Bad und schmink mich dann immer schnell. Ne? Genau, und da finde ich das gar nicht mal so verkehrt. So ein kleines Schminktäschchen, dass ich mir noch mal eins packe. Und da sind die Pinsel gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja, ich glaube, den werde ich mitnehmen. Das werde ich so machen. Ne? Da kommt, da werde ich mir noch ein Schminktäschchen packen. Ja, weiß ja nicht. Findet das jemand von euch interessant, was ich da reinpacke in so ein Schminktäschchen für die Arbeit? Ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht kann ich ja mal kurz einen Short abdrehen oder ein kurzes Video. Ne? Wenn es gewünscht ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Genau. Ja, haben wir die 29, ne? Wir bereiten uns denn so langsam auf Silvester vor. Ne? Einmal in so einem Pöttchen ein Creme-Lidschatten, genau. Ja, so sieht er aus. War das nicht auch in dem anderen Adventskalender oder so ähnlich? Den werde ich nicht behalten. Der wird weiter wandern, ne? Weil, wie gesagt, in dem anderen Kalender waren da, glaube ich, mehr wie genug Lidschatten. Und ja, wie gesagt. Dann könnt ihr den mal gewinnen. Mal gucken, ob ich das auch mit in die Christmas Beauty Box packe, ne? Schauen wir mal. Ja, ein schönes Glitzertürchen. 30, ein Tag vor Silvester. Das fühlt sich weich an. Oh, da haben wir einen samtigen Scrunchie. Oh, der ist aber schön. Sowas mag ich. Ich habe schon einen hellroten Scrunchie, aber so einen dunkelroten habe ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, der bleibt bei mir. Ich finde den toll, ne? Der ist so schön samtig, fühlt sich auch gut an. Also fühlt sich jetzt nicht unbedingt schlecht hochwertig an, sondern gut hochwertig. Finde ich schön, doch. Also, das würde so, ne? Ja, der gefällt mir. Es hat so, das ist so, das fässt sich so edel an, ne? Der bleibt, doch. Wie gesagt, die Farbe habe ich noch nicht da. Sondern in helleres Rot, dann habe ich nochmal einen dunkelroten. Ja, den finde ich wirklich schön. 30, es ist Silvester, Leute. Es ist Silvester. Oh. Das ist ein Highlighter-Stick. Ich finde, der sieht ganz schön dunkel aus. Ja, ich weiß nicht. Der ist, glaube ich, mir. Der ist, glaube ich, zu dunkel, Leute. Nee. Also mir ist er zu dunkel, aber ich hatte ja einen anderen schönen Highlighter in dem. Ja, das ist so ein Creme-Highlighter, ne? Das ist kein Puder. Seht ihr, glaube ich, selber. Ja, ich glaube, der wird mir zu dunkel sein. Nee. Ich hatte ja Highlighter, den großen Adventskalender mit drin. Ja, dann könnt ihr den dann auch bekommen, ne? Vielleicht gewinnen. Genau, in der Christmas Beauty Box. Ja, ne? Ja, der ist echt ganz schön dunkel. Ja, nee, ich denke, ne? Ja, finde ich aber echt schön, wie die das so gemacht haben, ne? Schon echt toll aus. Jo, ihr Lieben, das war der Kalender für danach. Schöner Inhalt. Also, ich finde den gut. Obwohl man nur schon Puderblush hatte in dem anderen. Aber ich finde es jetzt nicht so verkehrt. Im Sommer will man ja dann doch so eine cremige, leichte Textur nehmen und dann so ein Cremeblush, ne? Der Lipgloss ist schon schön. Also, wie gesagt, der große war auch mega. Also,
Ich finde die Kalender wirklich toll von Marionaut. Und die sehen auch wieder nicht zerpflückt aus, ne? Das seht ihr. Der sieht, ja, sieht gut aus, ne? Also wenn man sich das Design erhalten lassen möchte, kann man ja die Türchen dann wieder zumachen, ne? Das wäre ja jetzt nicht so das Problem. Ja, ihr Lieben, schade, dass es kein Boxen-Adventskalender ist, ne? Weil das Design wirklich schön ist. Könnt mir ja mal so eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr zu dem Kalender danach sagt, ne? Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich euch ein Playlist von meinen Adventskalender Unboxings. Siehst du hier. Hier siehst meinen Kanal. Kannst du für dich kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du Videokalender von den großen Marionaut und aktuellsten Upload. Das ist denn der Sensei-Hole, wo ich das T-Shirt her habe. Ne? Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hani.